Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und Tushi für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu wollen wir jetzt ein bisschen Gold ausgeben. Ich bin schon einmal auf dem Server Black Hand unterwegs und da habe ich was gefunden, was ich interessant finde. Einmal hier für 50.000 Schultern. Es steht jetzt hier dran, dass die Item Level 60 sind. Die sollen aber angeblich aus dem Time Walker sein. Jetzt gucken wir mal, wir kaufen die jetzt einmal. Und wahrscheinlich sind die vom Item Level ein bisschen höher. Ja, 415, wie ihr seht. Und die kann man sogar auch upgraden. Gut, ist jetzt für mich eher nicht relevant. Aber da muss ich jetzt mal gucken, dass ich die irgendeinem Twink rüber trade, der die einmal lernen kann. Juti, als allererstes würde ich sagen, tragen wir die einmal ein. Und wo habe ich meine Tabelle? Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, da haben wir sie. Ich habe auch schon ein bisschen anderen Stuff ausgegeben. Ihr seht, hier für 39.000 habe ich wieder ein paar Bonus-Strolls rausgehauen. Das werden sicher im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr werden. Ne? Ich bin ja gerade ein bisschen in den Legion-Raids unterwegs und da geht der ein oder andere Bonus-Stroll auch raus. Juti, ich würde sagen, dann gucken wir direkt weiter. So, Udala, als nächstes bin ich hier auf Outland unterwegs. Und zwar habe ich hier eine Waffe gefunden, das Schwert hier. Und das wollen wir uns jetzt kaufen. Kostet nur 30.000, was für das Ding relativ günstig ist. Also das tüten wir uns einmal ein. Jetzt muss ich mal gucken. Briefkasten. Wir machen das anders. Ich habe ja mit jedem Char zum Glück hier die kleine Kati. Also da holen wir das mal raus. Und dann trade ich das jetzt mal rüber. Ich habe jetzt meine Chars nicht mehr da unten stehen, sondern ein bisschen weiter oben, weil hier kannst du instant ausloggen. Da unten musst du mal warten. Deswegen habe ich die jetzt mal ein bisschen umpositioniert. Blöd, dass hier kein Postkasten ist. Muss ich mal gucken, vielleicht da oben die alle hinstellen, ne? So, also das traden wir jetzt mal meinem Main rüber. Gut. Und dann können wir das Ding auch noch eintragen. Lernen kann ich es jetzt mit dem nicht, weil es ein Schwert ist. Also das muss dann halt mal zu meinem Warrior oder so. Und dann schauen wir mal. Ich habe übrigens noch ein paar Bonus-Rolls rausgehauen. Ich bin ziemlich, ja, hardcore am Farmen, was die Legion-Rates angeht. Und da gehen einige Bonus-Rolls raus. 132.000 aktuell, wird wahrscheinlich noch mehr. Und ja, mal gucken. So, da haben wir das Schwert, 30.000 haben wir dafür gezahlt. Und jetzt gucken wir mal, wo es hier drin ist. Gleich ganz oben. Schmeißen wir das mal raus. Seht ihr jetzt, hier sind die Items. Kalendor, beziehungsweise hier östliche Königreiche. So langsam wird es weniger, ne? Also, aber ich muss euch sagen, es wird immer schwieriger, so Items unter 50.000 zu finden. Die meisten sind 100.000 aufwärts. Muss ich mal gucken, ob ich demnächst noch hochgehe. Solange ich jeden Tag nur so zumindest ein Item finde, mache ich mal so weiter. Udala, als nächstes sind wir auf Silbermond. Und hier habe ich kein Item jetzt aus 10.1.7 gefunden, was wieder reingekommen ist, sondern eins der wenigen Sachen, die ich aus dem Mausoleum noch brauche, und zwar hier den HC-Kopf aus, ja, dem Mausoleum für den Kettenchar. Den würde ich sagen, gucken wir mal nach einer Alternative. Okay, der ist jetzt hier noch für 100.000 drin. Jetzt schauen wir mal, kann ich den rauskaufen? Irgendwie? Ah ja, da kann ich nur drauf bieten. Ja, das ist natürlich räudig, das vergesse ich sonst wieder. Wie lange läuft denn das noch? Sehr lange. Merke ich mir das oder vergesse ich das? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Da muss ich mir das mal aufschreiben. Komm, Leute, ich biete da jetzt mal drauf. Und dann muss ich das jetzt mal anders machen. Jetzt ziehen wir hier die Liste rein. Das war jetzt Silbermond. Dann schauen wir mal. Wie heißt denn das Item? Habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass das nur bieten sein könnte. Okay, warte mal, das tun wir jetzt mal hier rein. 100.000. Dann schreibe ich auch Silbermond hinter. Okay. Oder Moment, ich muss mal gucken. Nicht, dass ich jetzt auf dem falschen Server bin. Lieber nochmal einmal auf Nummer sicher gehen. Silbermond. Ja, passt. Okay. Und dann tun wir das jetzt hier einmal rot markieren, dass ich quasi dran denke. Also, ich habe es jetzt mal so markiert, ne? Dann werde ich vielleicht morgen oder übermorgen nochmal dran denken, vorbeigucken und vielleicht haben wir es dann gewonnen, ne? Schauen wir mal. Das ist natürlich blöd, dass ich jetzt nur drauf bieten konnte. Naja, gut. So viel dazu, dann gucken wir mal weiter. Gut, dann sind wir auf Argendorn. Und schwer habe ich hier dann auch nochmal so ein Item, was wieder reingekommen ist, gefunden. Schattenfels Streitkolben. Und ja, das kostet hier 58.000. Eigentlich will ich nur bis 50.000 die kaufen, aber komm, scheiß drauf. Die 8.000. Gut, das können wir dann hoffentlich auch gleich lernen. Beziehungsweise das traden wir hier mal.
Nehmen hier rüber. So, da haben wir den Streitkolben. Und dann lernen wir den einmal. Gut, und dann schmeißen wir den noch aus der Liste raus. Wo haben wir sie? Hier. Also, 58k haben wir gesagt. Und dann müsste der auch hier irgendwo drin sein. Ah, da unten ist er. Gut, dann gucken wir weiter. Jetzt habe ich auf Kazakh noch was gefunden. Und zwar hier ein Mythic BOE-Item aus Aberus. Die wollte ich mir auch kaufen, so bis Ende von dem... bis Ende von der Season. Und jetzt 90k ist in Ordnung. Alles, was unter 100k ist, würde ich sagen, tüte ich mir ein. Kaufen wir das einmal. Und dann könnte ich das auch noch dem Main rüber traden. Das kommt dann nämlich auf meinem Worry. Und dann packen wir das auch noch in den Katalysator rein. Genau, Platte ist das. So, da, da. Also, jetzt tun wir es erstmal in die Liste eintragen. Das Schwert habe ich nämlich, was ich vorhin gekauft habe, auch noch rüber geschickt. Dann können wir gleich beides parallel lernen. So, jetzt tragen wir es erstmal hier aus. Also ihr seht, da oben haben wir die Aberus-Items. Das sind jetzt nicht mehr so viele. Jetzt sind es noch 5 aus Aberus-Mythic, ne? Gut, hier der Vault sieht noch wesentlich beschissener aus. Das haben wir für 90k gekauft. Und dann würde ich sagen, locke ich mal um und hole mir noch das Set T-Mock zusätzlich. So, udala, jetzt bin ich auf dem Worry. Dann können wir einmal das Schwert von vorhin lernen. Und dann hier die Füße noch. Also sprich anlegen. Und dann muss ich die da auch noch reinhauen. Jetzt müssen wir sie umwandeln. Genau, dann gibt es nämlich noch ein zweites T-Mock. Es ist zwar jetzt kein Set-Teil, was quasi einen Set-Bonus bringt, aber es wandelt das halt in das Set um, ne? Dann gibt es da halt nochmal ein Mock-Teil. So, jetzt bin ich gerade im Überlegen. Die kann ich ja dann sogar lassen, die Schuhe. Beziehungsweise die anderen kann ich weghauen. Hier, mit dem habe ich auch schon mal die HC-Schuhe gelernt. Aktuell habe ich ja mit dem mein Speed-Gear quasi angelegt. Jetzt muss ich bloß gucken. Und einmal weg und dann speichern wir gleich mal wieder das andere Gear hier drüber. So, das hier, gut. So, dala, dann hätten wir das auch und würde sagen, wir schauen mal weiter, was wir noch so finden. Jetzt habe ich mir extra nochmal einen Char auf einem französischen Server erstellt, weil ich da ein Item gefunden habe, das von Interesse ist. Und ich habe jetzt ein paar Mal versucht, das auszusprechen. Ich lasse es euch mal den Google-Übersetzer aussprechen, wie der Server heißt. Confrérie du Thorium. Also, keine Ahnung. Never ever wäre ich da hingekommen. Ist aber auch egal. Was ich hier gefunden habe, ist ein Item aus dem Gewölbe der Inkarnation. Hier für 78.000. Und die meisten Sachen aus dem Gewölbe kosten mehrere hunderttausend, keine Ahnung, die sind richtig teuer. Die für unter 100k will ich jetzt kaufen, unter anderem auch das Teil. Schauen wir mal, dass wir das aus dem Briefkasten einmal rausnehmen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das für eine Rüstungsklasse ist. Ah, das ist sogar Leder, okay. Dann traden wir das mal rüber. Und dann kann ich eventuell auch noch schauen, ob ich über einen Vault sogar noch einen T-Mock kriege. Wahrscheinlich wäre es sogar fast sinniger, wenn ich es dem Schurken gebe. Schlichtweg deswegen, weil ich wahrscheinlich das T-Mock-Set vom Druid da schon hab, oder? Aus dem. Jetzt muss ich mal gucken, wie es aussieht. Sets. Wo haben wir es denn? Aberus ist das hier. Und wo ist das andere? Handelsposten. Hier, Gewölbe. Und das ist ja HC. Nee, das HC-Set habe ich schon. Dann gebe ich es dem Schurken nachher. Und dann können wir vielleicht auch noch ein Schurken-Set-Item kriegen. Genau. Also, eintragen muss ich es noch. Halt, stopp. Habe ich das jetzt hier schon... Moment, kopieren wir das mal schnell. Dann streamen wir das hier rüber. Also, 87 waren das. Und das ist jetzt die HC-Variante, ne? Weil ich brauche da wahrscheinlich noch mehr. Genau, hier, die Gamaschen HC, schmeiß mal raus. Und dann können wir hier eine 1 eintragen. Okay, gut, weiter geht's. Jetzt habe ich hier auf Alexstrasza auch noch ein Item aus dem Vault gefunden. Und zwar haben wir hier... ein Platten-Item, das müsste jetzt diesmal aus dem Normal sein, genau. Kostet 75.000 und 20 Silber. Und das würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt auch mal. Warte, dann stellen wir einmal den kleinen Postkasten auf hier, die Stanzpfeife. Und traden das ebenfalls zum Main. Da muss ich mal gucken, wahrscheinlich tue ich es auf dem Worry wieder rüber traden. Wobei Normal, das Set werde ich wahrscheinlich haben, schätze ich jetzt mal. Aber lieber einmal zu viel geguckt, das ist zu wenig, ne? Vielleicht kriege ich ja trotzdem noch ein anderes Mock-Teil. Okay, also das haben wir. Und dann tragen wir das auch noch in die Liste ein. Ich
bin jetzt gerade ein bisschen am Rumgucken, ob ich noch ein paar Wollteile finde. Ne? Eins habe ich jetzt noch auf dem Schirm, was vielleicht auch noch ganz günstig wäre. Also zumindest im Verhältnis. Ne? Gut, also das war jetzt normal. Und dann kommt das hier rein mit 75. Okay, dann schauen wir mal weiter. Dann sind wir auf dem nächsten französischen Server. Diesmal ein bisschen einfacher auszusprechen. Naxxramas ist das. Und ihr seht, hier ist nicht viel im AH drin, aber ein Item, was von Interesse ist, wieder aus dem Gewölbe, ein Stoff-Item diesmal, Gamaschen des urzeitlichen Suchers, und die kaufen wir uns jetzt für 59k, und dann können wir die auch gleich nochmal rüber traden. So, also hier einmal auf den Main, und dann muss ich die nachher ein bisschen verteilen, die Sachen. Aber das ist jetzt gut aus dem Normal. Wahrscheinlich kriege ich da auch keinen extra T-Mog raus, wenn ich es quasi in den Katalysator packe. Gut, jetzt gucken wir mal. Also, hier 59 war das. Und da haben wir das auch drin. Auch Normal. So, na, jetzt wird es hier schon ein bisschen weniger, ne? Mythic-Teile, gut, die findest du leider nicht so. Aber Normal waren jetzt ein paar drin, hat sie auch. Mal gucken, ich glaube, die anderen, die ich jetzt gesucht hatte, die waren alle bei 300.000, 400.000, also das sind schon deutlich teurer. Gut, ich bin jetzt mal auf meinen Schurken gelockt und ja, jetzt lernen wir einmal die Schuhe. Ich muss mal gucken, sind die überhaupt besser, ist das was? Na, natürlich, das einzige Item, was ich da gut habe, sind Schuhe. Schon wieder so typisch. Und wenn ich jetzt mal gucke im Katalysator, wenn ich die reinpacke, nee, da gibt es leider keinen T-Mog. Die anderen Sachen, die ich habe, bringen auch keinen T-Mog, so wie ich das sehe. Schade, hätte ja sein können, ne? Anscheinend habe ich bei dem auch schon das Set soweit voll. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Sets. Was denn? Aberus ist da oben. Schauen wir mal, wo der hier. Gewölbe. Ja, HC und NHC habe ich quasi schon. Naja, gut, dann lock mal weiter. Als nächstes habe ich auf den Warrior umgelockt. Und hier sieht es genauso aus. Ne? Wenn ich die umwandle, dann gibt es leider auch kein neues T-Mog. Heißt, wir können die halt dann einfach jetzt mal so lernen. Besser als nix. Die sind wahrscheinlich auch schlechter als mein Item-Level-Gear, oder? Was ist das? Ja, ist tatsächlich schlechter. So, Dala, jetzt bin ich noch auf der Todeswacht. Das ist ein RP-Server und hier habe ich ein T-Mog-Teil gefunden. Eigentlich wollte ich was anderes kaufen, aber das hatte ich anscheinend schon. Und ja, als kleinen Ersatz gibt es hier den heimtückischen Stachelstreit-Kolben. Und den kaufen wir jetzt mal hier für 40k. Das ist auch wieder eins von den Items, die quasi mit 10.1.7 wieder zurück ins Spiel gekommen sind. Und den traden wir gleich mal hier zu meinem Main rüber. Streitkolben müsste ich ja gleich lernen können. Also, da haben wir das gute Stück. Einmal gelernt. Und dann schmeißen wir das auch mal aus meiner Liste raus. Jetzt muss ich bloß gucken. Da haben wir sie. Also, okay, das hat hier schon mal nicht geklappt mit dem Script. Gut, hier oben haben wir den Streitkolben, den löschen wir und dann tragen wir den hier noch für 40k ein. Bonus-Rolls sind mittlerweile auch schon wieder ein paar mehr geworden, ich sag's euch. So, Dala, ich war jetzt gerade schon am T-Mog-Farmen, hab nebenbei noch ein paar Sachen durchgeguckt, die ich quasi für die Sammlung brauche. Und dann dachte ich mir, oh, ich habe was Nettes gefunden, wo ich direkt umloggen musste. Und zwar, seht ihr, hier sind 1, 2, 3 removed Teile drin, ehemalige Craft-Items. Und die kaufen wir uns jetzt einmal für 20k. Einmal für 35 und einmal für 70. Ist ein absoluter Schnapper. Sowas für unter 100k zu kriegen, ist ein richtiger Schnapper. Das ist hier anscheinend irgend so ein neuer Server oder für neue Spieler empfohlen. Und ich habe durch Zufall, ne, weil ich die Items, die mir fehlen, mal ein bisschen durchgeguckt habe, habe ich das gefunden. Ich kann es euch auch mal zeigen. Also ich habe halt ne, hier meine ganzen Ordner mit allen möglichen Items, die ich da gespeichert habe, die ich brauche. Dann klicke ich alle auf, ne, und gucke durch. Und hier habe ich gesehen, 20k. Da dachte ich mir, okay, da muss ich sofort umloggen. Ne? Das holen wir uns. Und das Schöne ist, da waren jetzt noch quasi zwei weitere auch drin, was ich gar nicht gesehen hatte. Ne? Soweit habe ich noch nicht durchgeklickt. Das waren jetzt auf jeden Fall super Schnapper. Und die holen wir jetzt hier einmal raus. Dann können wir sie auch in die Liste eintragen. Zwei sind Ketten. Ah, nee, sind alles Ketten-Items. Okay. Gut, jetzt tragen wir sie vielleicht erstmal parallel ein. Also, das Ding hier haben wir gekauft für 70k. 70. Und dann, warte mal, ich kann euch die Liste einmal anzeigen. Schmeißen wir das hier mal rauf. Ihr seht, das ist eins von den Teilen hier. Einmal Zeile löschen, okay. Und hier in die Tabelle habe ich es auch schon eingetragen für 70. Dann das zweite haben wir uns jetzt hier geholt. Das ist das hier.
Für 35. Also 35 habe ich es eingetragen und das schmeißen wir jetzt hier auch raus. Das ist dieses hier. Und dann das letzte, wo haben wir es denn? Das haben wir Drachenschuppenarmschienen, blutige Drachenschuppenarmschienen, so rum. Und das hat mich gekostet 20k, ne? Das ist das Item gewesen, was ich ursprünglich gesehen hatte. Und ja, aber gut, dass da noch ein paar weitere drin sind. Da hat anscheinend einer seine Uralt-Items mal ins AHA gehauen und wusste halt nicht, dass das halt Removed sind, die doch ein bisschen mehr wert sind, sagen wir es mal so. Okay, dann haben wir die alle jetzt wieder eingetragen, also 70, 35, 20k. Und jetzt sind wir schon auf einem insgesamten Wert von 846. Gut, dann müssen wir mal weiter loggen, dass ich die auch lernen kann. Du, das nächste bin ich jetzt auf Arthas und hier haben wir auch nochmal was Schickes gefunden und zwar zwei Items. Nochmal so ein blutiges Craft-Item, hier für 133.000 diesmal. Also blutige Drachenschuppen-Handschuhe, die kaufen wir uns, 133.000. Und das andere, was jetzt ein bisschen über meinem Budget im Normalfall ist, aber komm, hier ist es nur knapp drüber, über die 200k, remove das für 207.000 und 200 Gold. Das kaufen wir uns auch und das ist einmal ein Umhang. So, da. Dann holen wir uns die beiden mal raus. Und tragen die gleich mal aus meiner Liste aus. Oder beziehungsweise tragen sie mal ein. Also, das erste ist der Umhang. Den haben wir jetzt für 207k. 207. Und der müsste irgendwo relativ weit unten sein. Sogar das letzte Item, wie ihr seht. Also, das kann einmal raus aus der Liste. Und dann, was haben wir noch gehabt? Genau, das hier, das Craft-Item. Und das müsste irgendwo in der Mitte in der Liste sein. Ah ja, hier bei den removeden Sachen. Auch mit dem einmal raus. Und dann tragen wir es hier ein für 133k. Und ja, damit hätten wir das jetzt. Achso, rüber traden und lernen sollten wir es noch, ne? Dass wir das nicht vergessen. Und dann müssten wir eigentlich jetzt soweit über die Millionen auch schon drüber sein. Jetzt, wenn man so ein paar High-Ticket-Items hat, ne, geht's relativ zügig. Also den Umhang, den kann ich gleich hier lernen. Und das andere Teil, das, ja, das kann ich zu meinem, ja, zum Ewoker schicken wir das, der kann das auch gleich lernen. Gut. Das können wir dann einmal weghauen. Dann logge ich gleich mal um auf meinem Ewoker, dass wir es lernen können. Und ja, dann schauen wir nochmal in die Liste rein. Also, das sind jetzt die ganzen Items, die ich mir gekauft habe. Unterm Strich haben wir jetzt ausgegeben 1.186.000. Wie gesagt, bei dem Item aus Silbermond, ich habe es vorher gerade nochmal gecheckt, da bin ich immer noch quasi höchstbietender. Mal schauen, ob ich es für 100k krieg oder nicht, ne? Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber ich denke mal, selbst wenn ich es nicht kriege, sind wir über der Million drüber. Also unser Soll haben wir erfüllt. Und ja. Dann sind wir eigentlich mit der Folge durch. Jetzt machen wir noch quasi als letzte Amtshandlung hier einmal das Teil raus und lernen das auch noch. Wunderbar. Und ja, dann sind wir mit dem kleinen Waste-Video durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.